Close your eyes and give me your hands. Darling. Darling. Do you feel my heart dealing? Do you understand? Yeah. Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Dun, dun, dun. Atomic Titten. Nee, das also hießen die Atomic Kitten. Und das war die Coverversion, das Original ist aus den 80ern. Von den das Bangers. Ist auch. Ja, klar. Bruder, dann wurde ja die letzten 20 Jahre gar nichts Neues gemacht. Ach, Bruder. Aber der Originalsong ist doch viel berühmter als das von den Atomic Kitten. Ich kenne den Originalsong gar nicht. Doch, den kennst du, von den Bangles. Die Bangles. Ja. Erstmal an dieser Stelle. Die Bangles. R. Ey, The Rugged Man. Nein, R.I.P. RIP. Für wen? Coolio. Meine Damen und Herren. Und Coolio habe ich auch sehr oft gechillt, ne? Ich weiß. Ja. Ist von uns gegangen. Ja, Coolio hat leider sein Herz ist stehen geblieben. Ja. Und dadurch der ist hat den Hip-Hop von heutzutage nicht mehr verkraftet. Deswegen hat er den Löffel abgegeben. Der Arme. Damals wusste der, ey, freshe Beats. Aber du hast ihn... Ich habe so mit dem gechillt. Ja? Mehrmals haben es kaputt gelacht. Ich und der, ja. Der ist ein bisschen durch. Der hat in Köln gewohnt. Mhm. Coolio. Der hat richtig in Köln gelebt, ne? Der lief da auch rum, hat so, war so beim Bäcker mit dieser Frisur. Aber der ist echt durch, der Typ. Man merkt so, war. Der, ja, der war durch. Aber der war ein lustiger Zeitgenosse. Das muss sein. Der hat sehr viel mit Tupac gechillt. Echt? Ja, gibt es 1000 Videos für die Zusammenstudie. Sind, Coolio ist auch im Dings-Video. Tell me, baby, are you lonely? Temptations von Tupac. Da ist Coolio im Video. Der arbeitet so als dieser Putzmann. Krass. Im Hotel. Hast du ihn nach Tupac gefragt? Ja, klar. Was hat er so erzählt? Ja, ich so, ey, wie war Tupac? Yeah, Pac was a wild boy. Also ich war sehr cool mit ihm. Aber leider ist er früh von uns. Ich habe dann so ganz viele Fragen gestellt. Ey, wie war das, als du da im Video bist? Dann hat er mir erzählt, was sie so erlebt haben während dem Videodreh. Wie Pac drauf war, dass der so voll tiefgründig war. Ich habe so alles gefragt. Ich habe gesagt, ey, wie war Michelle Pfeiffer im Video? Ja, das war ein cooles Video. Und dann, guck mal, der hat einfach so einen der erfolgreichsten Songs aller Zeiten. Das der eigentlich auch gecovert war? Ja, gesampled. Ja, genau, von Stevie Wonder, Pastime Paradise. Ja, aber sein Song ist, ich höre das immer noch, kennst du, es gibt ja Songs, die sind irgendwann ausgelutscht. Du sagst, ey, ich habe so oft gehört, ich kann das nicht mehr hören. Ey, Gangsta's Paradise kannst du nicht mehr hören. Ja, das ist nie ausgelutscht. Weißt du, wie wir das auf der Autofahrt immer gehört haben? Das ballert einfach rein. Auch wenn das, wenn du irgendwo bist und du hörst das so. As I walk in the valley. Das ist einfach geil. Der hat einfach ein Meisterwerk geschaffen. Ja, der ist weg. Aber man weiß nicht, warum. Herz bleibt stehen mit 59. Wer weiß. Die leben doch auch, diese Künstler, die sind doch voll drauf. Sind auf Lean, auf Dies, auf Drogen. Ja, kiffen, koksen, trinken sehr viel. Das ist es. Das ist der Lifestyle von Rapper. Das ist der Lifestyle, ja. So. Den hätten wir aber in den Podcast bekommen können, Coolio. Ja? Ja, Mann. Ey, du bist echt Forrest Gump, Alter. Der kennt auch Leute, wo du niemals denken kannst. Du siehst einfach zum Beispiel... Ich hätte irgendwann Coolio gesehen. Der hat gesagt, ey, dieser Husser. Ja. Wie dich das so gefällt. Wie damals bei Marvin Moore. Ja. Stell dir mal vor, guck mal, bei Nisa, wir laufen in Berlin rum. Bruder, aber wen kenne ich denn? Und dann ich sehen wir so ein Plakat, zum Beispiel... Ich kenne ja nicht George Clooney. Keine Ahnung, so ABBA. Und dann sagt er so, ja, ich habe mit den Streit. So, und warum... So, das sind immer so ganz komische Situationen. Ja. Ich war bei einem Produzenten damals in Berlin, ne? Oder der Typ war ein sehr berühmter Mann in den 90ern. Ja. Damals wollten wir, als ich noch DJ war, wollten wir sowas wie DJ Khaled in Deutschland machen. Ja. Ich produziere einen Song mit einem Produzenten zusammen und dann hole ich so Rapper dazu. Genau, und er schreit We The Best dazwischen. Ja, so. Genau. Das sollte wirklich machen. Ich war in Berlin, wir haben das dann angefangen zu produzieren, die ersten zwei Songs. Boah, ist das sehr wichtig, wie er das ausdrückt. Genau, und dann erzähle ich ihm so mit voller Euphorie in meinem Auto mit einem Audio. Ich sage, ey Nisa, ich war bei dem Produzenten, den kennst du bestimmt auch in den 90ern, du weißt ja, wer das war und so. Und dann sagt er, ich kenne den, ich war schon mit dem am Chillen. Und dann sag ich, wie du kennst den? Ja, ich habe mal neben dem, nee, der sagt einfach, der Typ, der hat doch eine Weizenallergie. Einfach so aus dem Nichts. Und ich denke mir so, hä, was hat's jetzt mit dieser Sache zu tun, was ich erzähle? Der so, doch, der hat eine Weizenallergie. Ich habe einmal ein arabisches Brot neben dem gegessen, das was der stinkt. Ey, wie ich da gelacht habe. Das ne? war der krasse Lachfläche, dass diese Audios, du musst hier ranfahren. Ich bin einfach
irgendwo in Berlin, ich bin rechts rangefahren und habe wirklich 3 Minuten durchgelacht, ja, weil er hat noch andere Dinge, wie er es gesagt hat. Ne? Aber das ist ja hier so ein freundlicher Podcast. Ja, genau. Hier werden keine Beleidigungen gesagt. FSK 12. FSK 18. 12 sind wir, weil wir sind ja Kinder, so, können genau. Ja schauen, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Aktion und danach, ich konnte ihn nicht mehr ernst nehmen. Das macht er aber voll oft. Ich bin von jemandem so begeistert, von so einem Sänger zum Beispiel. Oder einem Booker oder Manager, ja, genau, den man sich trifft, den man abholen muss. Auch so ein Sänger, wo ich so ein Kindheitsfan war, ne? Bruder, in dem Moment, alles weg. Ich wollte ihn danach einfach beleidigen. Das hast du an dir. Ja. Nisa, ich habe mich mit voll den krassen Mogul getroffen, der mir weisgemacht, dass ich mir selber im Weg stehe. Ich sage, spurlos den Typ vom Bahnhof aufgeholt. Da sollte er erstmal seinen Lappen machen, bevor die den Typ. Ey, das ist so asozial. So, hast du auch mal Scham gefühlt vor Leuten? Ja? Ja. Aber so bestimmte Sachen nur? Ja. Es gibt, ich habe so, darüber wundern sich ja die Leute. Die sagen, ey, davor schämt er sich, aber das sagt er. Aber weißt du, was lustig an Nisa ist? Das habe ich öfters erlebt. Wie und findest das du erst meine lustige Luigi-Socken, bevor du das sagst? Luigi? Ja, hier, guck. Bruder, du bist sehr fresh heute. Ja. Komplett Adidas. Bis auf die Luigi-Socken. Aber warum diese Socken? Luigi-Socken? Warum nicht stylischen Adidas-Socken? Weil ich bin Fan von, ich mag Italiener. Ey, das war so asozial Donnerstag bei der Show. Da sitzt einfach ein Italiener. Sag mir seinen Namen, ne? Ich hab's genau gemacht, wie mit dem Schwarzen in der Shisha-Bar. Der Italiener sagt mir seinen Namen. Und sag seinen Namen, dann sag ich, ey, wie heißt du nochmal? Mario? Einfach so, ich bin so, nein, ich heiße so und so. Dann sag ich so, ich nochmal den Namen Luigi. Und bin ich einfach zwischen diesen Namen hin und her. Als ob ein Italiener nur so Mario oder Luigi heißen kann. Aber es ist lustig. Alle lachen darüber, ich meine, das ist ja nicht böse. Alle lachen darüber, außer er. Nein, der hat auch gedacht, der war sehr verletzt. Nein, der war sehr asozial. Der kam sogar auf die Bühne und hat einen richtig ekelhaften Witz erzählt, ne? Ja, das weißt du nicht mehr, ne? Obwohl du da warst. Ich höre dich ganz Zeit. Ja, du weißt nix. Da musst du auch intern alles klären noch. Ja, genau. Schöne Grüße an diesen Italiener, der bei meiner Show war und Witze erzählt hat. Schöne Grüße, Mario. Und Luigi, die ich mich niemals trauen würde. Apropos Italiener. Italiener. Die spielen gerne Fußball. Das ist wahrscheinlich jetzt. Genau. Er will mir irgendwas von Fußball erzählen, ich weiß nicht was. Das neue FIFA kam raus. Also 23? FIFA 23 kam raus. Okay, kommt das immer ach ja, wir haben 22 noch, okay. Sorry. Genau, das kommt immer kurz vorm Ende des Jahres. Ja. Ich habe es dann gestern runtergeladen. Ja. Schön dafür bezahlt, sehr teuer, ne? Wie viel? 79 Euro, glaube ich. Einfach 79 Euro, nur ein Spiel. Runtergeladen, erstmal alles angefangen, eingestellt. Und dann habe ich die Neuheiten gesehen. Du kannst jetzt... Die was? Die Neuheiten. Ach so. Jetzt kannst du das komplette Spiel, kannst auch mit einer Frauenfußballmannschaft spielen. Ist ja an sich nicht mehr verkehrt. Ja, ist ja nicht verkehrt. An sich jetzt. Dann habe ich Paris genommen, ganz klar. Ja. Hab dann gegen Reda mal so ein Testspiel gemacht, um zu wissen, wie die Funktionen sind, wie die Spieler sich auf dem Feld bewegen. Und habe gesehen, dass Frauen Schiedsrichter in dem Spiel waren. Und so ein kleiner Mongole, wo keiner weiß, wo der herkam. So, ja? Okay. Frauen waren Schiedsrichter. Ist ja auch noch okay. Gibt es denn im Fußball Frauenschiedsrichter? Ja. Im Männerfußball? Ja. Ja, okay, dann ist das ja noch real. Ja, ja, okay. Ist noch real. Und war alles gut, haben angefangen zu spielen. Ich muss leider sagen, ich muss sehr viel üben, denn es ist sehr einfach, Tore zu schießen. Ja? Ja, das haben die echt blöd gemacht. Es ist sehr einfach. Das heißt, gibst du mir den Ball, ist er zu 98% drin, wenn ich im Strafraum bin. So. Okay. Da ist so keine Torwart-Skills. Ja. Lassen wir das mal außen vor. Keine Torschieß-Skills, meinst du? Torschieß-Skills. Ja, genau. Okay. Jetzt gibt es aber eine Sache, die mich ein bisschen irritiert. Ich muss dir das erklären, dass du es verstehst. Ja. Jeder Spieler hat eine Karte sozusagen, wo sein Tempo festgelegt wird, seine Skills in der Abwehr, seine Schusstechnik. Genau, so eine, ja, genau, so ein Ranking. So eine Statistik, ja. Und umso höher das Ranking ist, umso besser ist der Spieler. Ja. Und da sind ja keine fiktiven Spieler, sondern alle gibt's, die da drin sind. Ja, ja, die gibt's. Ja. Und je nachdem, was für eine Leistung sie im echten Leben, werden die von EA oder FIFA eben halt eingeschätzt. Ja. Zum Beispiel Ronaldo, der ist schnell, dann machen die den auch schnell. Ja. Messi ist flink, sehr, sehr dribbelstark, dann machen die den dribbelstark. Ja, okay. Ne? Und MAP war, glaube ich, bei 91, ne? Reus, MAP und noch
Wer ist MAP? MAP ist der französische Nationalspieler und Paris-Stürmer, der diese Mega-Deals die ganze Zeit bekommt. So okay. 300 Millionen, 200 Millionen. Ist der Franzose? Der ist Franzose. Kennt man den, wenn ich ihn sehe? Kennst ja, ihn? Ja, wenn du. Ja, den kennst du. Okay. Ist er Schwarzer? Ja. Okay. So. Jetzt. Black Brother. Also wir haben Royce. Royce 91, ne? Glaube ich, 91. MAP 91. Also das ist schon höchst Level. Wer ist Royce? Nicht Royce der 5'9, ne? Marco Royce. Ach so. Von Farid. Royce the 5'9, ja, okay. Und jetzt hat mich was irritiert. Das ist die größte, höchste Karte, ne? Die du haben kannst. Also der beste Spieler in diesem FIFA. 91 Punkte. Ja. Jetzt gibt's aber jemanden mit 92. Also ein Punkt mehr. Ja. Das ist also der beste Spieler sozusagen von ganz FIFA. Ja. Okay, ich seh's schon. Und das ist eine Frau. Okay, aber es können ja nur Frauen gegen Frauen spielen. Vielleicht ist sie in ihrem Frauensegment dann 92. Aber warum hat sie genauso viel, warum hat sie mehr als MAP? Ja, der 100 Mal schneller ist? Ja, aber vielleicht im Frauensegment. Allgemein? Nee. Da muss ich ehrlich sein, ich finde das gar nicht so schlimm. Das hat keinen Sinn. Ja, nee, warte, ich erkläre dir, was ich meine. Weil... Nein, du differenzierst das. Genau, weil... Das kannst du aber nicht differenzieren. Sie müsste dann in ihrer Liga... Genau. So, aber vielleicht ist es ja proportional für ihre Liga, weil die in FIFA können ja Frauen und Männer eh nicht gegeneinander spielen, oder? Können das? Können Frauen gegen Männer spielen? Weil so könnte ich sagen, wenn jetzt zum Beispiel die gegen eine Männermannschaft spielen kann und sie ist da, die hat das höchste Ranking, dann ist das ja super schwachsinnig. Das ist ja so einfach. Aber warum hat sie dann allgemein? Warum gibt es nicht ein Frauenranking? Warum besteht das nicht extra? Ach so, in dem Ranking, wenn du durchgehst, sind Frauen und Männer in einem Ranking? Das müssen wir schauen. Das ja, ist eine gute Frage. Ja, weil dann sind... deine Bedenken berechtigt. Ansonsten, weil das ist doch gar nicht anatomisch möglich. Nee, weil guck mal, weil weißt du, was du sagst? Guck mal, ich erkläre dir das jetzt. Ich muss so ein dummes Beispiel nehmen, ne? Nehmen wir jetzt mal Boxen. Ja? Ja. Das, was du sagst, ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Frauenboxerin in der Weltrangliste bei der WBA über einen Männerboxer ist, den du magst, ja, ne? Wo du sagst, ey, das ist doch Quatsch. Aber sie ist ja nur in dem Frauenranking Platz 1. Sie ist ja nicht in einem allgemeinen Rank. Das heißt, es ist ja nur für die Frauen. Und wenn sie da die Beste ist bei den Frauen, dann verdient sie ja diese 92. Ja, dann Ranking. Ja. Dann ja. Dann ja. Aber warum kriegt sie keine eigene Kategorie? Haben die doch. Aber sie wissen das ja nicht. Wir gucken ja. Ja, wir gucken jetzt. Wenn du dir sagst, das Ranking ist, man guckt auf die bestgerankten Spiele, also die Spieler mit den besten Statistiken, und da sind Männer und Frauen in einer Rangliste. Und dann ist die über denen. Das ist ja so Blödsinn. Mhm. Das ist Quark. Du redest Quark. Was? Lewandowski, Messi, Mbappé und Benzema haben einen Mensch. Und Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne? Ja, Belgier. Belgier, wie Van Damme? Also nicht Reus, sondern Lewandowski. Du redest Lewandowski, also nicht Reus. Den ganzen Tag. Das ist jetzt eine gute Frage. Du redest Quark. Also ich finde es ja gut. Ich finde es jetzt gut, dass auch Mädels jetzt auch zum Beispiel spielen können und ihre Frauenmannschaften nehmen können. Ja, das ist echt gut. Das finde ich gut. Ja. Aber ich sehe da keinen Sinn dran, wenn eine Frauenspielerin stärker ist als ein Mann. Ja, das ist so gezwungene Wokeness. Obwohl Wokeness immer gezwungen ist. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, wenn, also 100%, wenn bei FIFA Männer gegen Frauen spielen könnten und dann machen die Frauen extra, und die machen die Frauen stärker und schneller als die Männer, das ist so Blödsinn. Ja? Also, aber wenn sie in ihrem Frauensegment, sie da einfach die zwei... Ja, dann ist ja okay. Ja, dann ist in Ordnung. So, also wer jetzt FIFA gerade spielt, bitte findet man das heraus und schreibt uns mal. Das würde mich gerne interessieren. Aber wie ist die Frauenmannschaften? So. Ganz normal. Kochen die in der Pause und so? Oder? Ja, ja, so. Okay. Wir haben alle Schürzen an. Genau. Besen dabei. Ja, ja, ganz wichtig. Wischmopp. Ja, okay. Glasreiniger hier so an der Seite als Gürtel. Das muss ja, weil dann... Sonst ja nicht realistisch. Genau, das Spiel muss ja realitätsnah sein. Und FIFA ist ja dafür bekannt, dass es realitätsnah ist. Hast du damals bei Tekken oder Street Fighter, hast du Frauen genommen? Nein, nie. Ich hasse es. Warum? Weil ich es schon immer schwachsinnig fand, sich mit einer Frau zu schlagen. Ja, aber das magst du doch. Nein, wenn sie nicht gehorcht und du schlägst sie, dann ja. Aber nein, Spaß. Das war ein Scherz. Das war Quatsch. Wo ist eigentlich dieser alte, neue Nisa hin? Ja, der ist ja, guck mal, ein Charakter hat mehrere Facetten. Nein, ich fand's nie, es sieht auch unästhetisch aus. Also ich fand die einen von Tekken nicht schlecht. Welche?
die mit dem blauen Kleid. Meint der Nina? Weiß ich nicht. Ja. Ja, Nina heißt die, glaube ich. Hast du den Film Tekken gesehen? Boah, der war so schlecht. Warum? Der war schlecht. Boah, richtig scheiße, ne? Mortal Kombat hast du gesehen? Welchen? Den ersten. Den von früher? Ja. Mortal Kombat! Ja. Ja, klar, Kult. Mit Robin Shu. Was? Also dieser asiatische Schauspieler. Der heißt Robin Shu. Ja. Also wenn ich so gemacht habe, dann hat er gelacht. So wird er auch, bei den Credits kommt er. Da steht Robin und dann ist so ein Schuh daneben. So als Smiley, gell? Geil. Ja. Es gibt was Neues. Aber Kampfspiele. Ich finde das auch nicht gut. Ich finde, man sollte das trennen. Bei Kampfspielen. Weil wenn bei Kampfspielen, bei Street Fighter und bei Tekken und kannst du ja mit Frauen gegen Männer kämpfen. Und ich finde, du sensibilisierst Kinder dafür, dann, dass die Frauen schlagen. Deswegen finde ich das nicht gut, ja. Ehrlich jetzt. Ich finde es echt nicht gut. Also wie damals, wenn so ein Ego-Shooter rauskam, der dann für so einen Amoklauf zuständig ist. Nee, das ist jetzt übertrieben. Weil das ist so krank. Also irgendwann sagt einer, ich schlag meine Frau. Weil ich das bei Street Fighter auch mache. Wenn sie mich da immer besiegt, mit Cammy gegen Officer Geil. Apropos schlagen. Ich habe letztens ein Video gesehen von Domian. Heißt der Domian? Nee, das war das beste Video der Welt. Das Beste, wo der Typ sagt, mach Blödsinn. Ich hasse, war kein Ausländer, ich hau den immer auf die Fresse. Genau. Nee, aber wie er angefangen hat. Das war so geil. Ich mache immer Blödsinn, ich benehme mich daneben. Ja, und echt? Haha, ja, wie machst du das? Ja, ich verprügel immer Ausländer. Aber ey, der ist so geil. Und dann sagt er, warum machst du das? Du brauchst Hilfe und du bist asozial, sagt er. Und dann sagt er, warum brauchst du da jetzt Hilfe? Ja, nein, ich verstehe den sogar. Ja, das kannst du jetzt nicht mehr sagen. Wir sind doch so links. Nein, ich verstehe das. Der Typ ist geil. Domian hat die geilsten Anrufe. Aber ist das aktuell Domian oder ist das sowas von vor 15 Jahren? Ich glaube, das ist von früher. Gibt's Domian noch? Boah, du hättest das wirklich machen müssen. Ja, Mann, die Idee hatten wir vor 4 Jahren oder so. Ja. Der neue Domian. Aber so mit Trash-Talk. Schon vor, aber das sind ja geile Geschichten. Ja, aber dann so die Leute aufheitern. Also mir geht's ja nicht darum, wenn es einer anruft und sagt, jetzt als Beispiel, ey, meine Frau hat mich verlassen, mir geht's nicht gut, ich weiß nicht, wie ich das Leben meistern soll. Wenn ich dann anfange, Scheiße zu reden und Sprüche zu machen, ist es ja nicht, weil ich keine Empathie für seine Situation habe, sondern ich will, dass der lacht. Weil wenn er lacht und sich gut fühlt, so, wir lachen darüber und er legt auf, dann wäre das geil. Das wäre. Das weil bei Domian ist es ja so, die hören nur die Geschichten an und das war's. Nee, der Domian gibt schon Tipps, oder? Danach gibt's noch Psychologen. Das wird weitergeleitet. Ja, ob das wirklich so ist, lass mal dahingestellt. Du weißt, das war der doch da angerufen hat vorher. Hast du angerufen, was hast du erzählt? Ja, weil das Burgerbraten ist ihm zu Kopf gestiegen. Der so, ey, ich hab Ziel, ich will Künstlermanager sein, aber ich muss manchmal am Herd stehen und Patties. Du bist das so asozial. Dass du wirklich mit dem arbeitest, ne? Das stimmt. Boah, stark. Du liest gut in dem, was er macht. Nur weil er so mal eine Schürze getragen hat und mir dann so ein Sandwich gebracht hat, wenn ich eins wollte, heißt das ja nicht, dass er es nicht kann. Wenn es um Catering geht, guckst du ihn an? Ja, klar. Weil ich krieg immer diese. Verstehst du, man fühlt sich zurückversetzt, dass ich erwarte, dass der mir so einen Burger bringt. Aber du stellst dich nicht so bei anderen Leuten vor. Nein, niemals. Das ist doch mein Manager. Aber hier vor zigtausende Menschen. Ja, aber das sind doch, ist doch unsere Fam. Unsere Fam. Guck mal. Der Dulli ist wirklich ein sehr guter Typ. Und in dem, was er macht, ist er brutal. Ja? Ich bin sehr viel in der Szene rumgekommen, ich muss das echt sagen. Der ist ein brutaler Macher. Also es gibt sehr große Namen in der Szene, die auch zu ihm wollen. Aber er kann nicht, weil er zwischendurch ja Burger braten muss. Nein, sie können nicht. Wollen's so große Leute zu dir? Ja. Gibt's, sei nicht so bescheiden, ja, voll. Ich könnte jetzt Namen nennen. Ich sag's euch, scheiß drauf. Nein, sag nicht. Okay, dann nicht. Aber hast du Nein gesagt? Oh, wir müssen erstmal ihn auf sein richtiges Level bringen, wo er hin muss, was die anderen verkackt haben. Und wenn er da ist, dann können wir andere aufnehmen. Okay, in 9 Jahren also. Nee, das dauert nicht mehr. 9 Monate. Nächste Tour. Nicht diese Tour. Nächste Tour. Außerdem bin ich bald Weltrekordhalter. Du darfst gar nicht mehr so von oben herab mit mir reden. Bruder, ich sag dir eine Sache. Nein, ehrlich jetzt. Nein, wirklich, ich will eine Sache loswerden. Guck mal, ich hab jetzt einen Status. Als Michael Jackson diese 9 Grammys gewonnen hat. Ja, aber die hat er schon gewonnen. In einem Jahr. So. Du musst die erstmal gewinnen. Ja, okay, wenn ich das dann bin. Dann erwarte ich, dass sie mit einem anderen Ton gespielt. Ja, dann, da werde ich auch ganz ekelhaft. Scheiße, mal ganz weg. Ja. Ich komme hin,
gar kein Fußball, das wurde schon so gesagt. Ja, ich gehe in die Rente danach. Und ich werde ganz ekelhaft. Mein Vater muss mit mir anständig reden. Ja. Bruder, so Comedians, unsere Freunde alle, hab ich schon gesagt, wenn die mich anrufen und sagen, hey, kann ich bei dir Opener machen, sag ich, tut mir leid, hast du schon mal in der Arena gespielt? Dann kann ich da nichts für dich tun. Das ist richtig hässlich. Das ist geil. Ich werde auch allen entfolgen. Ja, ich auch. Und ich folge nur der Luxus Arena. Und wenn die mir schreiben, ich lasse mal auf gelesen und antworte nicht. Bruder, ich gehe in den Podcast und lösche die Folgen von allen Gästen, die nicht in einer Arena gespielt haben. Ey, das ist schon... Diese ganze Art ändert sich, ne? Also auch so keinen mehr die Hand geben. Nein. Bist du in der Arena? Nee. Nein, so. Genau. Geh mal weg von meinen Seiten. Genau. Guck mal, man hat zwei Möglichkeiten, an uns ranzutreten. Entweder du hast in der Arena gespielt oder du bist ein Weltrekordhalter. Dann sag ich, bist du ein Weltrekordhalter? Nein. Tut mir leid. Man muss sich in den gleichen Kreisen bewegen. Ja, gleich und gleich gesinnt sich. Ja, gleich gesinnt sich. Bruder, ich würde nicht mal mit Messi reden. Hat Messi irgendwo einen Weltrekord? Ja. In was? Nicht Weltrekord, aber der hat die meisten Tore. Der hat doch. Ist auch ein Rekord, ne? Ist auch ein Rekord. Was hat er denn für einen Rekord? Ich glaube, der hat die meisten Tore in einem Jahr geschossen. Ja? Ja. Der hat. Sicher, weil du weißt, dass die Fußballfans uns zerstören jetzt. Nein, weißt du warum? Guck mal bitte, Dulli. Ich glaube, die meisten Tore, weil sein Trikot. Sein Trikot. Ist im FC Bayern Museum in München. Okay, kann Messi die Langstes Arena füllen? Ja. Nein, nur mit zwei Fußballmannschaften. Wir sind zu zweit. Nein, der könnte alleine füllen. Nein. Oh, wenn der sagt, ich mache nur eine Autogrammstunde, wäre die Langstes Arena voll. Bruder, komm ein bisschen runter. Bisschen, aber leise. Bevor ich das alles so kaputt mache. Bevor die Leute, weil die Antipathien haben, viel, gar nicht mehr Tickets kaufen. Zu viel. Ja, 1000 Rekorde. Echt jetzt? Was denn so? Weil es mich wirklich interessiert. Warte, nochmal was? Meisten Tore der Gruppenphase UEFA Champions League. Bruder, das sind nicht Rekorde für mich. Das ist wie wenn man sagt, dass der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten mittwochs um 17 Uhr an Halloween gestartet ist. Das ist so extra so ganz viele Beschränkungen rein. Dann habe ich auch 13 Weltrekorde. Was denn? Ich bin der Typ mit den meisten Spider-Man-Figuren in einer Einzimmerwohnung im Kreis arbeiten. hab ich auch Weltrekorde. Ja, okay, das ist stark. Ja. Aber Bruder... Bisschen sympathisch, Alter. Die meisten Ballon d'Or Auszeichnungen. Ja, das ist krass. Ja, das ist ein Rekord. Ja. Was auch immer das ist, das Ding. Das ist wie ein Grammy beim Fußball. Okay. Er hat die meisten. Ja, 7 Stück. 7 Stück? Die meisten Tore der spanischen Liga. Ja, der meisten Tore der was? Spanische Liga. Und Spanien ist eines der stärksten Ligen. Spanien, ne? Eine der stärksten Ligen. Mit Italien. Ist Spanien oder Italien das stärkste Fußball? Oder England? Spanien. England, Spanien. Italien, Deutschland, kann man so sagen. Die 4. Ja, Frankreich. Doch, England. England ist Top 1. Ist England die stärkste Liga der Welt? Ja, ja. Kann man das so sagen? Was hat denn Spanien? Spanien hat Barcelona, Real Madrid, Atletico, vielleicht Villarreal, vielleicht noch dazu und ein paar andere Mannschaften. Dann hat Frankreich hat Paris, Lyon, Monaco würde ich noch dazu nehmen. Marseille. Lass mal, okay, sind 4. Was hat Italien? Jetzt 4. Italien, Juventus, Mailand, Rom, Inter. Auch 4. Aber auch 4 starke Mannschaften. Neapel, sind die stark? Ja, doch. Okay, 5. Deutschland, haben wir Dortmund, Bayern, Leipzig. München. Habe ich gesagt, Bayern. Dann haben wir Dortmund. Leipzig, hast du gesagt? Leipzig, habe ich gesagt. Ist Leipzig gut? Ja. Echt? Ja, Red Bull hat da gut reingebuttert, Alter. Ich habe nie gedacht, dass die, okay. Seit ein paar Jahren aber erst. 4. Hertha BSC kann man nicht reinnehmen. Nee. Was noch? Stuttgart auch nicht. Mainz? Nee. Oh, sagen wir mal 4-5. Jetzt haben wir England. Arsenal. Manchester City. Manchester United. Beide Manchester ist krass. Ja, ja. Nicht wie in Deutschland, wo 1860 München so Pennerverein ist. Boah, stark, Alter. Der kennt schon Fußball aus. Oder Fortuna Köln ist auch so ein Pennerverein. Im Gegensatz zuerst, obwohl erst FC Köln auch schon ein Pennerverein ist. Also hast du mitbekommen? Ich habe keine Ahnung, ne? Dann haben wir... Liverpool, dann haben wir... Die Beatles kommen aus Liverpool. Wie heißt denn mal diese andere Mannschaft, die so alles rasiert haben? Die einfach die Meisterschaft gewonnen haben, weil die waren so ein Untergrundding. Die sind von der 3. Liga in die 2., in die 1. und haben dann noch die Ding gewonnen, die Meisterschaft. Wie hießen die nochmal? Leicester City. Die nichts zu tun. Die? Ja, England ist schon stark. Da ist auch das Fußball anders, Bruder. Die sind krank.
Die Hooligans irgendwie. Ja, ja, dieses, England ist ganz anders. Die schlagen sich. Oder die Pubs jeden Samstag voll, alles nur besoffene weiße Engländer. Ja, und so Iren und so. Ja. Iren, ja. Gibt jetzt wieder eine Doku von der irischen Mafia, ne? Wo? Auf YouTube. Hast du geguckt? Nee, noch nicht. Geil, ich mag Iren. Weil du so viele kennst. Ja, ich bin doch Ire. Nein. Mein Opa ist Ire. Nein, die sind hell, Bruder, und rothaarig. Ja, mein Opa ist hell und rothaarig. Aber du hast gesagt, man soll sich von rothaarigen Menschen fernhalten. Deswegen, ich kenne die ja. Ich habe einen Bezug. Deswegen, ich rede ja nicht. Ich rede ja nicht über Leute, wo ich keinen Bezug zu habe. Nein, Bruder. Mein Opa ist aus Irland. Nein. Der ist so hängen geblieben. Das doch. Glaubt dir keiner. Die kennen mich doch nicht. Triangel, okay. Mariachi kommt hin. Triangel habe ich bewiesen. Ja. Darfst du nichts mehr sagen? Dann Miyamomochi. Mariachi. Mariachi. Ich habe gesagt, ich komme aus einer langen Tradition einer Mariachi-Familie. Ja. So, aber mein Opa ist Ire. Bruder. Doch. Die sind, Bruder, Iren sind. War dein Opa reich? Kennst du meinen Opa? Warum hat dein Vater mir nie gesagt, ja, mein Vater ist. Ist nicht der Vater von meinem Vater. Ah, von deiner Mutter? Ja. Boah, das hast du schlau gemacht. Das war, warte, Irland. Ireland. So, jetzt guck ich mal Bilder an. Irland People. Irish People. Wir wissen doch, wie die aussehen. Die haben rote Haare alle. Ja, mein Opa sieht so aus. Ey, mein Opa ist Ire. Verstehst du das nicht? Ja. Sing. Okay, warum kann mein Opa kein Ire sein? Erklär's, wenn du schon so auf schlau machst. Weil wir dich kennen. Ja, und? Du machst uns 12-Minuten-Audios. Ja, Minuten. Minuten-Audios, nur weil Autos. Dein Holzbein vom Tisch etwas schief ist. Ja, genau. Aber du erzählst uns nicht, dass dein Opa Ire ist. Ich bin mein Privatleben verschlossen. Ich erzähl nicht mehr. Das ist das. Warum willst du ein Ire sein? Nicht, ich will, mein Opa ist Ire, ich kann doch nichts dafür. Mein Opa ist Ire. Nein. Doch? Okay, beweis es. Wie soll ich das beweisen? Weil du ja Ire bist. Ja. Zum wie viel Prozent? Dulli? 25. Okay. Was ist die Hauptstadt von Irland? Dublin. Okay. Ja, Bruder, das sind dumme Fragen. Ja. Bruder, das heißt doch nicht, dass ich Irland-Experte bin, weil mein Opa Ire ist. Warte, du musst ja ein paar Sachen kennen. Warte. Von der Heimat. Warte, guck mal, hör mir zu. Ja. Ich erkläre dir die Geschichte von meinem Opa. Soll ich dir die Geschichte erzählen? Ja. Okay, pass auf. Mein Opa war Ire. So. Ja, und dann? Ja, so, der war Ire. Ja. So, und dann ist er irgendwann, hat er in Tunesien Urlaub gemacht. Aha. So. Und dann hat er meine Oma kennengelernt. Das ist noch alles realistisch, ja. Ja, siehst du? Ja, ja, ist bis jetzt gut. Ja, so. Dann hat er gesagt, ey, Tunesien ist fresh. Ist geil. Ja. Er hat eh nicht so guten Draht zu seiner Familie. Ja. Deswegen, weil seine Familie sind in diesen Auseinandersetzungen zwischen England und Irland, ja, sind die gefallen. Deswegen hat er eh nicht so viel Familienbezug. Mhm. Aber das ist ein richtiger Ehre, Bruder. Ja. Und dann hat er meine Oma geheiratet und ist in Tunesien geblieben und hat meine Mutter gemacht. Okay. Ja. Da hast du wahrscheinlich bestimmt schon irisch gegessen. Nein, meine Oma kocht doch. Aha. Ja. Was sollst du aus dem Irisch essen? Die haben nichts. Die sind für nichts. Gibt es kein Nationalgericht aus Irland? Bestimmt, aber was essen die? Okay. Also Europäer generell haben kein geiles Essen, bis auf die Italiener. Echt? Nee. Wo gibt's. Wer sagt mal. Also. Oh, und pass auf. Ja, ich pass jetzt auf. Weil aber, jetzt gibt's Shitstorm. Ja, es soll Shitstorm geben, aber sei mir ehrlich, warte, bevor du kommst mit. Wie er da sitzt, mit seinen Daumen, weil er sich an seine Gastronomiezeit zurückversetzt fühlt. Warum greifst du den jetzt an? Ja, weil er so. Der cool will dich doch nur schützen, dass du wieder keine Scheiße redest. Ja, guck mal, was ich sagen will. Europa, Italien und Griechenland ausgenommen, ja, haben nicht diese Esskultur. Welcher Mensch sagt. Ey, lass mal bitte Schwedisch essen. Ey, lass mal bitte Britisch essen. Ey, lass mal bitte Belgisch Fish essen. Fisch und Chips? Ey, lass mal. In England? Ja, aber das ist nicht etwas so. Bruder, Fisch und Chips kannst du beim Aldi kaufen, so tiefgefroren. Ja, ist doch egal. Du kannst auch Hirisa kaufen bei Aldi. Ja, die haben Essen, aber das ist jetzt nicht, die sind nicht für ihre Küche bekannt, weil du sagst. Es geht nicht um bekannt. Ich meine Nationalgericht. Ja, das haben die bestimmt. Das hat jedes Land. Ja, das meine ich ja. Ja, jedes Land. So richtig geile Spätzle? Aus Deutschland? Schmeckt?
Wow. Aber deutsche Küche ist jetzt nicht, wo die Leute sagen, ey, lass mal deutsch essen gehen. Das ist voll, ja, aber krass. In Amerika kommen die Leute oder Japan oder China kommen die extra her, um deutsche Sauerkraut zum Beispiel zu essen. Ist so. Ja. Warte. Paella in Spanien. Tapas. Ja. So. Irish Stew ist das irische Nationalgericht. Und was ist das? Das ist so ein Eintopf mit so Wurst drin, Soße und Kartoffelpüree. Das sieht aber nicht schlecht aus, Alter. Nee, so Fleisch. Das sieht nicht schlecht aus. So, Europäer sind für andere Sachen bekannt. Aber der Kott, der Köttboller aus Schweden. Für Ikea, dafür sind Schweden bekannt. Und für Dolph Lundgren. Okay, warte mal kurz, ich bin nicht fertig. Ja. Yeah. So, und deswegen ist mein Opa Ire. Das muss auch nicht heißen, weil mein Opa das ist, dass ich jetzt so voll der Ire sein muss. Das ist so ein falsches Denken. Okay, ich frage jetzt eine Sache. Ja. Wir kennen dich, wie du bist. Ja. Wie du dich verhältst, wie du denkst. Mhm. Wie dein moralischer Kompass ist. Wir wissen alles über dich. Mhm. Wir kennen das Zimmer, wir kennen alles. Ja. Warum hast du es noch nie erzählt? In so langer Jahre Freundschaft. Ich habe das schon erzählt. Nein. Doch, aber ihr hört mir nicht zu. Weil mein Innerstes ist euch... Nicht, dass er doch lügt. Er macht doch seine Freunde schlecht, nein, um seine Lüge durchzukriegen. Nein. Was ist das für ein Mensch? Weil mein Innerstes interessiert euch nicht. Merke ich doch. Deswegen erzähle ich ja nie viele Sachen. Weil ich merke, ihr merkt euch ja nicht mal die einfachsten Sachen. Ja, aber warum hast du es nie erzählt? Weil es irrelevant ist. Ich bin ja kein Ire. Bist du nicht? Nein, der Vater von meiner Mutter ist Ire. Mein Opa. Der ist aus Irland. Woher? Bestimmt nicht aus Dublin. Doch. Ehrlich. Ist das asozial behindert? Doch. Ich habe sogar ein bisschen Land da. Nein, wirklich. Wie viel Land hast du denn? Was da drauf? Erzähl mal. Guck mal, ich habe Land in Irland. Ja, was denn? Ich habe Geld bekommen von meinem Opa. Ja, was denn? So, da müssen wir gucken, aber wir können mal hinfliegen. Was für ein Land hast du bekommen? Ackerfeld, Baugrundstück. Grundstück. Ja? Ja? Wie groß? Weiß ich nicht, weil ich... Du musst kein Freund von Zahlen. Ich bin kein Freund von Zahlen. Ich hab ein bisschen Land in Irland. Stell dir vor, ich komme zu euch, wir sehen uns in Köln. Und dann sage ich, ey, ich habe Land in Mongolei. In der Mongolei. Ich habe Land in Irland. Ich bin... 25% Digga Ire. So, wenn ich deine Schwester nächstes Mal sehe. Ja. Oder dein Bruder. Ja, mein Bruder hat eine andere. Mein Bruder ist kein. Okay. Ja. Ich sehe die und sag, war dein Opa Ire? Ja. Und die sagen mir ja. Ja, kommt drauf an, wen du fragst. Okay. Ich frag deine älteste Schwester. Genau, ja. Wenn ich sie jetzt frage, ich mache gleich ein Video und schick's ihr. Ja. Ohne dass du sie. Du darfst nicht am Handy sein. Ja, Bruder. Guck mal, nicht jeder kennt seinen Familienstamm. Ist das geil. Bruder. Ich verstehe gar nicht, warum der schlechte Noten in der Schule haben konnte. Der hätte sich doch so rausreden können. Ey, mein Opa ist Ire. Ja, okay. Guck mal, ab und zu auf St. Patrick's Day. Verstehst du auf? Ja, hast du das Gefühl? Zieh ich diese grünen Sachen, dann lauf rum wie so ein Leprechaun. Echt? Ja. Am St. Patrick's Day? Ja. Aber Ire sind Säufer. Ja, aber es gibt auch muslimische Iren. Echt? Ja. Gibt das wirklich? Ja, klar. Muslime gibt es überall, die sind wie die Pest. Die haben sich überall verbreitet. Aber ihr habt nichts mit Schotten. Da ist jetzt keine Tante. Nein, oder? Nein, nein. Also Schotten ist außen vor. Schottland, nee, gar nichts. Ja, aber mein Opa ist Ire. Aus Irland? Ja. Der nach Tunesien ausgewandert ist. Ah, der ist da ausgewandert? Ja klar, der hat doch seine Frau geheiratet und ist dahin. Okay. Kann deine Mutter etwas irisch? Woher denn? Die ist in Tunesien geboren und aufgewachsen. Ja, vielleicht will der... Ich kann ja auch ein paar gebrochene Worte pissen. Ja. Ey, du bist zu krass. Alter. Nein! Ich finde es auch respektlos, dass du mir nicht glaubst. Ich glaube dir, aber. Okay, warum ist es so ungewöhnlich, dass mein Opa, nicht ich, mein Opa, Ire ist?
Ich hoffe, ich würde dir einfach nach 5 Jahren sagen, ey, ich fahre meine Frau. Bruder, weil das, guck mal, diese Infos, nein, das ist was anderes, weil das ist auf dich bezogen. Was mein Opa ist, ist doch irrelevant. Ja, aber das erzählt man doch. Warum soll man das erzählen? Das erzählt man doch. Außerdem erzähle ich oft Sachen, aber ihr hört mir nicht zu. Ihr seid beschäftigt mit Shisha-Rauchen. Das stimmt nicht. Doch. Guck mal, erstmal seit Wochen rauche ich nur Shisha und du verlierst gegen ihn in Schach. Verliere ich gegen ihn im Schach? Ja. Ja? Kannst du diese Aussage bezeugen? Würdest du die unter Eid aussagen? Ja. Sollen wir mal die letzten 3 Partien durchgehen? Gut, seine ganze Eid. Ja, aber wir können ja fast. Ja, aber warum ist deine Stimme so bösartig geworden? Nein, ist nicht bösartig. Doch? Nein. Weil du hast. Okay, des Öfteres. Des Öfteren. Nein, auch nicht. Nein. Junge, ich war 3-4 Mal dabei, ja? Wo du dann schlechte Laune hast. Nee. Du warst da mal dabei, du achtest nur auf die ersten 2 Games, aber nicht aufs Endergebnis. Okay, du bist ja ein Freund von Zahlen. Ja. Wir reden von den letzten 10 Spielen, um eine Statistik zu bekommen. Sehr gute Statistik. 10 Spielen. Wie viel Prozent hast du gewonnen und er? Ungefähr, nach Bauchgefühl. Ja, sag ich auch. Also 60, 40 du? 50, 50. Ich weiß es auch nicht, aber ich würde auch sagen, dass es gleich ist, ja. Gleich kann ja nicht sein. Doch, weil ich nicht das Gefühl habe. Du hast heute 2-1? Ja, also. Ja, bist du noch nicht fertig. 2-1. Der hat doch letztens 3-0 geführt. Und ja, dann haben wir Pause gemacht. Ja, guck mal, was du machst, ist ja was anderes. Du ziehst die Spiele so in die Länge, dass du irgendwann gewinnen musst. Nein, gestern habe ich auch gewonnen gegen ihn. Was haben wir gestern gewonnen? 3-2 habe ich gewonnen. Ja. Also immer best of 3. Nö, es ist unterschiedlich. Manchmal hat man ja auch keine Zeit. Dann spielt man zum Beispiel nur ein Spiel, dann gewinnt irgendeiner und dann hört man auf. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich viel besser bin als er und umgekehrt auch nicht. Ich denke wirklich, das ist ausgeglichen. Und das ist jetzt kein Scheißler. Es ist wirklich ausgeglichen. Weil es kam nie so vor, dass er so 19 Tage, das ist jetzt natürlich übertrieben, hintereinander gegen mich gewonnen hat. Und umgekehrt kam das auch nicht vor. So. Mhm. Er hatte mal so eine kurze, aber die halte ich ihm nicht vor, ich glaube eine Depri-Phase. So, da hat er so. Ja, ich weiß auch jetzt warum. Da hat er wirklich mehrere Schachtage, wo wir gespielt haben, gegen mich krass verloren. Aber irgendwann, und da dachte ich ja, ich bin besser als er, aber dann irgendwann kam so ein Tag und dann hat er so 9-1 gewonnen und dann hab ich gesagt, okay, lass uns die letzten Tage vergessen. Die sind irrelevant geworden. So. Aber der hat das so in sich, diese Competition, ne? Du kannst ja nicht verlieren. Findest du? Bruder, du hast in Dubai, wolltest mich schlagen in der Mall. Ja, weil du betrügst. Ich habe ehrlich gewonnen. Doch, du bist Betrüger. Und bei uns in Irland liegen die sehr viel wert. Bei uns in Irland. Boah, das hast du aber echt in dir, ne? Du hast so einen Kampfgeist. Ja. Aber warum bist du aggressiv? Ich werde nicht. Man hat Angst. Nein, weil du betrügst. Ich betrüge nicht, ich habe echt gewonnen. Ja, mit fairen Mitteln. Nein. Oder da war so ein Basketballkorb, ich habe einfach nur reingeworfen. Ja, okay, da hast du fair gewonnen. Ja, und was war bei dem Snowboard-Spiel? Nein, da hast du betrogen, du hast etwas geheim gehalten und doch, hast du. Warum guckst du die an? Keiner war dabei. Weißt du, was ich gemacht habe? Ja, erzähl. Da war eine Stange. Und er geht als erstes drauf und macht nur so. Wie man beim Snowboarden ist, weil aber man sich nicht festhalten kann. Aber die Stange ist ja dafür da. Ja, und er geht, macht dann einfach so und hält sich fest. Und wenn geht das dann? Ja. Ja, das ist doch Quatsch. Aber wir haben nicht davor geredet. Ja, aber du weißt, dass es Quatsch ist, in deinem Inneren. Guck mal, Basketball gebe ich dir, dass du mich echt besiegt, okay. Worüber ich verwundert war. Und guck mal, und man muss natürlich aber auch sagen, guck mal, wie ich bin. Das ist nämlich der Unterschied zwischen mir und dir. Jeder weiß, der mich nur so 1% kennt, dass ich von Ballsportarten gar keine Ahnung habe. Also ich bin... Kein Tischtennis? Ne, Tischtennis gar kein. Also ich bin richtig schlecht. Das weiß er. Und deswegen ist er gegen mich im Basketball angetreten. Er würde niemals in etwas gegen mich antreten. Das stimmt, ich guck mal, was er weiß, dass er Skills, weiß, er dass er keine hat. Skills hat. Und ich habe gesagt, weil ich so komme, ja komm, scheiß drauf. Ich habe natürlich unterschätzt, dass der so ein bisschen werfen kann. Der hat mich aber beim Snowboarden, das kann ich auch nicht. Aber das kann er aber auch nicht, aber er ist ein Fuchs. Und er hat mich dann betrogen. Oder als ich Basketball gewonnen habe, sagt er aus dem Nichts, komm, wir gehen an den Boxautomat. So, ja, wie du. Nichts. Ich soll mir den Arm brechen. Du weißt nie, was passiert. Dulli hat auch gut abgeliefert. Was, beim Boxautomat? Ja. Ey, Dulli, du hast im Schachverein gespielt, ne? Jetzt mal ernst. Wie im Schachverein? Du kommst doch aus Duisburg. Ja, wir haben auch Schachverein. Ja, Bruder, weißt du, wer alles in dem Schachverein war, was der erzählt hat? Oh, wenn du die Namen hörst. Nein, Turniere. Turniere. Okay, warte. Aber wie kann man sich das vorstellen? Was heißt das, wenn man im Schach... Man muss so einmal die Woche hin, zweimal die Woche hin, wie ist das? Ja, wie du willst. Also, geht's auch Training? Ja, darum geht's mir. Ja, ja.
Wie oft musstest du gehen in der Woche? Ich war zweimal die Woche. Okay, und da waren. Ich war nicht lange da, ich war so testphasenmäßig da. Ne? Okay, aber. Da haben die dich nicht genommen, weil du so schlecht bist. Aber hast du da viel gelernt, würdest du sagen können? Ich habe ja erst die Turniere gespielt, bevor die mich zum Schachverein eingeladen haben. Aber wie kannst du dich in die Schachverein. Kann man bei Turnieren so mitmachen, ohne im Schachverein? Ich war ein öffentlicher Schüler, Schachpokal und so. Okay. Also warte mal, du warst im Schachverein. Ich finde das geil, aber. Und verlierst gegen ihn, der es sich selbst beigebracht hat. Bist du schlecht? Boah, wie schlecht ist das Nein, denn? Nein, aber man trainiert sich ja selber. Ja, aber na und? Und außerdem laut Dulli, was ich ihm aber auch glaube, weil er es krass erklärt, ist sein Onkel der krasseste der Welt. Ja. Der ist so ein Schach-Shaolin, den keiner kennt, der aber so im Wald lebt alleine und so der krasseste ist alle. Der meinte, wenn wir zu fünft gegen ihn spielen, verlieren wir. Ja. Was ich irgendwie, ich glaube das irgendwie. Ja, wir leben ja bald alle da. Ja, vielleicht. Ne, wenn die Kacke, when the shit hits the fan. Also ich habe zwei Leute schon fast überzeugt. Ah ja, die muss man natürlich überzeugen. Nee, einen noch nicht. Das wäre der schwerste. Guck mal, wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich besitze ja Land in Irland. Das bedeutet, man kann im schlimmsten Fall auch dahin. Ja, Irland bockt aber nicht. Warum? Das ist ja Europa. Auch wenn die nicht in der EU dazugehören, oder? Weiß ich gar nicht. Aber die sind so ein Inselvolk. Das ist immer so anders, wie Sizilien. Ja, aber das ist auch so eine England-Föderation, oder? Nein, nur Nordirland. Nordirland? Genau. Gehört zu England, aber Südirland. South Ireland, die South Side? Schade. Nee, oder ist es umgekehrt? Nee, Nordirland gehört zu England, ja. Warte, bevor ich hier was Falsches sage. Boah, ich werd dir nach Irland gehen und... Ja, wie ich gesagt habe, Nordirland gehört zu England. Ist Teil des Vereinigten Königreiches, was mit Liebe aufgebaut wurde und nicht mit Ausbeutung. Stark. Nicht mit Ausbeutung von Schwarzen und Südasiaten. Aber wo Ausbeutung? Meine Damen und Herren, das ist jetzt keine Propaganda oder ich will keinen Hass verbreiten. Nimm mir das auch nicht übel, denn ich habe manchmal auch meine schwachen Momente. Genau. Bitte nicht mehr die Grünen wählen. Danke. Weg damit. Es reicht. Stop. I'm a neighbor seat and you won't be in tree. Ey, komm, wenn wir in den 90ern so Stars wären, ne, mit so einer eigenen Sendung, ich und der. Mhm. Ich schwöre dir, dann hätte so eine. Wenn wir bei Top of the Pops. Dann hätte ein Label sich gemeldet, so wie die Schlumpf-CD und hätte mit dem so. Ein Scheiern-CD gemacht, so geworfen. Der will doch unbedingt mit mir so ein Album aufnehmen. Ja, das wäre so geil. So ja, weiß ich, wie das wollen. So diesen Song von den Supremes. Von seinem Slang. Stop in the name. Die Supremes, ey. Bei wie viel sind wir? 42. Ja, okay. Ja, das reicht doch hier. Cracken, I see. Gut, an klar. Alle meine Freunde. www.lisa.de. Tickets. Ich wollte nicht sagen, ich spiele in 11. Warte, ich will aber jetzt was sagen, weil es was dich freuen wird, weil es deine Heimat ist. Echt? Ja, guck. Ja. In 11 Tagen. Wann kommt die Folge raus? Die Folge kommt heute raus. Ja. Ja. Wir haben ja keinen Puffer, Alter. Ja. In 11 Tagen. Das ist der 12. 12. Nee, es ist der 15. Wie schön, dass du deine Karriere ernst nimmst und deine Termine weißt. Nein. Am 15. spiele ich wirklich in meiner Lieblingsstadt, muss ich ehrlich sagen, von Fans in Frankfurt. Ich spiele in der Kees, es sind nicht mehr viele Karten da und ich muss ehrlich sagen, dieser Typ hat das immer gesagt und man muss ihm recht geben. Hessen ist geil, Frankfurt ist geil, Frankfurt-Umgebung ist geil, alles Wiesbaden, Darmstadt, alles. Mainz ist Rheinland-Pfalz, aber es gehört für mich irgendwie trotzdem hin. Ja, das Beste an Mainz ist die Brücke nach Wiesbaden, So, genau. Also wirklich, ich liebe es, in Frankfurt zu spielen. Wir waren letztens wieder da mit dem Comedy Sandwich. Total. Die Fans, die Atmosphäre, es ist Killer. Ich bin der Kees. Wir sind kurz vorm Ausverkauf. Ich bin in 11 Tagen, wie gesagt, da. Holt euch Tickets. 11 Tagen von heute, also die Folge ist heute, also auch am Dienstag. Oder geht auf www.nisa.tv. Holt euch Tickets. Und am 22. Oktober bin ich in Bonn. Wow. Das ist mein Heimspiel. Holt euch Tickets, Bobin. Ich bin am Stabirt. Da sind wir auch kurz vorm Ausverkauf. Kauft euch Tickets auf www.nisa.tv. Das sind zwei sehr wichtige Termine, weil Frankfurt und Bonn, das haben wir bewusst so gemacht. Frankfurt aus Respekt vor diesem jungen Herrn, der natürlich
eingeladen ist. Also kommt nicht in Frankfurt auf die Show und ruft dazwischen, hast du Schein eingeladen? Nee, letztes Mal wurde ich auch eingeladen. Ja. Nee, so. Letztes Mal hast du mich wirklich eingeladen. Ja, er ist in Frankfurt. Aber auch 3 Stunden vorher. Ja, er ist aber jetzt, egal. Ich habe ihn jetzt eingeladen. Schein kommt, Dulli kommt, alle kommen, die Käse, Räder kommt. So, ne? Sag, sag. Nein. Sag. Hä? Du wurdest eingeladen auf eine Hochzeit. Ach, kannst du gar nicht? Wann? Von wem? Wann ist die denn? 15. Davon weiß ich nichts, ich habe nicht mal die Einladungskarte gelesen. Ja, siehst du, deswegen zählt das nicht. So, und das ist mein neues Solo, wo sehr viele Fragen beantwortet werden. Beide, genau, am 12. bin ich am Frankfurt am Main. 12. Oktober. Ja, ist ein, ja. 12. Ja. Ist es ein Dienstag? Ich habe 11 Tage, ich habe sogar bei Insta 11 Tage gepostet. Das sind aber 8 Tage. Ey, geil, Alter, ja, ja. Geil. Das sind aber 8 Tage, ja, aber wenn die auf den Link gehen. Wo auch keine Vorbereitung, Bruder, was willst du, 2 Tage? Ja. Ich bin in 8 Tagen am 12. in Frankfurt in der Käse. Bruder, wie du erfolgreich geworden bist. Ich glaube, das weiß nur der. Ja, das weiß nur der. Ich bin so, ich habe einfach Glück. Bruder, so, ich bin Gustav Ganz. Wer ist das denn, Alter? Weißt du das nicht? Ne, wo soll der Ganz sein? Boah, das ist schon. Wer ist Gustav Ganz? Gustav Ganz, der Cousin von Donald Duck. Ich dachte, irgendein Philosoph, ein Dichter, irgendwas. Der ist und ich frage auch noch, so, wie so ein dummer Idiot. Der ist wichtiger als jeder Philosoph und jeder Dichter. Gustav Ganz, Bruder, von Daniel Düsentrieb oder irgendjemand. Nein, Junge wird erwachsen bis 50 Jahre alt, Alter. Der, Bruder, ich dachte, der hat Goethe zitiert. Ich, Gustav Ganz, ich nicht schwöre ganz dir, Dulli, in dem Moment, ich habe mich gerade so dumm gefühlt. Ja, klar bist du dumm. Ich sag so, ey, krass, kein Beethoven, irgendwas. Gustav Ganz, Alter. Hier, warte, ich zeig. Gustav Ganz zitierst du? Ja. Gustav Ganz, hier. Boah, du musst schon Respekt haben. Gustav Ganz ist sein Cousin und dauernder Rivale Donalds aus Entenhausen. Ne? Er ist bekannt für sein unglaubliches und manchmal unerträgliches Glück. Und für seine daraus resultierende Faulheit. Und, ja. Außerdem ist er Donalds Rivale im Bullen um die Gunst Daisies. Daisies. Das kann schon mal nicht sein. Ja, das kann echt nicht sein. So. Also ich bin am 12. Oktober in der Käse und 10 Tage später... Und der hat 18 verschiedene Daten genannt. Wieso jetzt einer ein Ticket kaufen? Ja, kein Mensch weiß. Doch, hier, guck. Sag doch www.nisa.tv und da haben wir Ruhe, alle. Hier. Gustav Ganz. 12. Oktober. Was Frankfurt ist mit dir los, Alter? Und am 22. Oktober bin ich in Bonn in der Rheinbühne. Bring Geschenke mit. Nein, bitte nicht. Das heißt, Frankfurt und Bonn sehen, die beiden Städte sehen das erste Mal das neue Solo, wovon du schon einiges gehört hast. Ja, das ist gut. Wie fandst du's? Ich fand's sehr gut. Das gefällt mir. Guck mal, denn so was du da auf der Bühne erzählst, ist mir eigentlich relativ egal. Okay, fandst du die Performance nicht stark? Es geht darum, wie du es performst. Und da muss ich sagen, da bist du der Elvis Presley, der Michael Jackson, der Eddie Murphy, der... Saddam Hussein. Saddam Hussein, der Cristiano Ronaldo des Comedies. Wieso hat Messi diesen Bonbon-Pokal mehr bekommen als Ronaldo? Bonbon-Bon. Ja, so habt ihr doch genannt. Ballon d'Or. Achso, Bonbon, hab ich verstanden. Okay. Ja, das ist was anderes. Das ist ein bisschen Inzest, was da läuft. Okay. Also, seine Performance, er ist sehr, sehr stark. Und ich verspreche euch, wenn Dulli und ich mit ihm fertig sind die nächsten Wochen, dann ist er unaufhaltsam. Unaufhaltsam. Oder unaufhaltbar. Ja. Dann ist er, also dann ist er wie so ein TGV. Ja, was ist ein TGV? Ein Zug in Frankreich. Schnellzug. Was? Okay, keine Ahnung. Ah, Gustav Ganz, den weißt du. Ja, Bruder, dass du aber Gustav Ganz nicht kennst, das ist schon peinlich. Aber TGV... Bruder, Gustav Ganz, das muss man kennen. Und der ist eine wichtige Persönlichkeit in unserer heutigen Gesellschaft. Bruder, das von nichts anstand. Bruder, dass bist du dir sicher, dass ich Viertel-Ire bin? Gustav Ganz. Warte, bist du dir sicher? Ich will das wirklich, weil, guck mal... Ich weiß gar nicht, ob der GbR-Vertrag rechtens ist. Warum? Weil ich nicht zurechnungsfähig bin. Ja, vielleicht bist du... Bruder, vielleicht hätte dein Betreuer unterschreiben. Bruder, ich muss das testen lassen. Ja, weil du auch, wenn du ins Auto einsteigst, musst du eigentlich checken, ob der einen Führerschein hat. Ja. Das Gesetz.
Wenn er keinen Führerschein hat und gefahren ist, kann sogar dein Führerschein abgenommen werden. Weil ich glaube, Bruder, bist du wirklich so alt, wie du auf dem Ausweis bist? Gustav Ganz, Alter. Wie kannst du das nicht kennen? Wirklich. Hast du nicht das lustige Taschenbuch gelesen? Nein. Du hast nie gelesen. Das kommt ja auch noch dazu. Oder wenn ich schon lustige Taschenbuch. Boah, in der Zeit, ich musste arbeiten. Ne, wo musst du arbeiten? Boah, ich habe viel gearbeitet früher als das Kind. 14, 15, 16. Ja, um deine Son-Goku-Frisur zu finden. Ich war einmal Zeitungsaustragen. Zeitung austragen, so. Ich glaube, nach 3 Tagen oder 4 Tagen musste meine Mutter das für mich machen, weil ich es nicht mehr gemacht habe. Ja. Und wir hatten so einen Vertrag. Ja, das sind wir schon diese Star-Allüren. Stimmt doch. Hey, ich bin Cheyenne Garcia, der ist so rumgelaufen mit seinen Zeitungen. Hey, servus, ich bin Cheyenne Garcia. Ey, wie alt war ich da? 28 vor 2 Jahren. So was in dem Dreh. Meine Damen und Herren, geht auf www.nisa.tv, geht auf die Show Case am 12., am 18., in 11 Tagen oder 16 Tagen. Man weiß es nicht, je nachdem. Das ist ein Überraschungsauftritt. Überraschung, es bringt Geschenke mit. Es kommen schon sehr viele Geschenke, aber es ist noch ein bisschen zu wenig Liebe dabei. Doch, doch, und gib dir immer Nisa bitte. Weil der bringt die mir immer hier mit ins Büro. Ich finde das sehr korrekt von dir, dass du das machst. Dass du die aufbewahrst, in dein Auto legst. Du hast eine Dance Washington-Tasche bekommen von einem sehr netten Mädchen in Wolfsburg. Wo ist die? Die ist hier unten, ich habe die mitgebracht. Boah, schön. Eine Danke. Tasche mit Denzel Washington drauf. Ich liebe euch. Spruch. Dann habe ich ein T-Shirt geschenkt bekommen, sehr, sehr nett. Danke, ihr seid so dann, süß. Ja, aber ey, ja, es wird zu viel. Nee, nee, ich will jetzt auch hier irgendwo was hinmachen, wo die Geschenke hinkommen. Ja, dann übertreiben die doch erst recht. Dann ist bald der ganze Raum voll. Du provozierst die ja, dass die Geschenke kaufen. Nein, das mache ich nicht. Jeder kann auf freien Stücken handeln. Ich nehme Geschenke nicht mehr an. Doch. Aus persönlichen Gründen. Warum? Guck mal, es gibt einen Aberglaube bei uns Iren. Wie sieht der aus? Das erkläre ich in der nächsten Folge. Gehen wir ein bisschen auf die irische Kultur. Ciao, mach's gut. Ciao.